Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit Nelles Profi. Moin, moin, mein aktiver oder meine aktiven Spritzer und mein kleiner aktiver Fanboy Spritzer Chrissy. Was geht ab? Das kann man falsch verstehen, Herr Kollege. Warum? Ja, nichts machen, das Wetter. Also, mein aktiver kleiner Busfahrer-Spritzer, wie geht's Ihnen? Gut, außer damit ich gerade die falsche Tasten gedruckt habe. Das passiert mal öfters bei Ihnen. Bist du ein... Okay, ich bin ein guter Mensch, ich weiß, das brauchen Sie mir nicht sagen. Du bist gar nichts. Das kann man aber auch falsch verstehen. Wahrscheinlich. Jo. Das ist jetzt die dritte Folge. Nee, die 500. Mann, du bist so ein... Das ist die 72. Folge. Ja, genau. Richtig. Hab ich so gesagt. Jo, ich merke mal eben, wie schnell die Zeit vergeht. Aua! Wo ist denn der Reisverkäufer? Nichts. Na, jetzt reden sie halt einmal. Haben sie ein Thema, über das sie reden wollen? Ich kann gerade nicht. Außer über das Privatleben. Okay. Hallo. Moin, mein aktiver Spritzer. Kann ich wieder joinen? Mach das. Gut. Weil das Net ist gerade so richtig abgeschissen. Alles gut. Kannst du alle zum Zuschauen sein, deine Aufnahme. 300.000 in meine Tasche. Yeah! Übrigens, wegen den zwei Felder, bei der 62 muss ich sagen, da liegt ein bisschen Getreide oben. Hä? Das liegt an dem Drescherfahrer. AKA. Wir ist ein Drescher gefahren. Ich kann es mir schon denken. Nils. Ja, habe ich mir gedacht. Der Reisverkäufer. Richtig. Aber die zwei Felder zusammen machen 1000, genau. Wie viel? 1000, genau. Kein Ding. Überweise ich Ihnen gerade. Sie haben es jetzt wieder zu viel Geld, Herr Kollege. Ja. Arbeitsamt hat überwiesen, sag ich nur so. Er holtet mich auf. Läuft halt. Ja. Bin ich bei euch schon fertig synchronisiert? Ja. Ja. Bei mir bin ich noch immer bei synchronisieren. Ich hab schon Geld überwiesen. Alt F4. Ich hab schon Geld überwiesen bei Ihnen. Ja, ich wollte nur sagen, ich bin an einem Raum. Jo. Es hat ein bisschen an Lag wieder gegeben. Alles. So, Herr Kollege. Das Lenkrad richtig einstellen hier. So. Hat hoffentlich, war hoffentlich nicht so laut, oder man hat es nicht gehört. Hallo? Ja. So. Was denn? Nicht? Wolltest du jetzt einmal normal reden? Hä, hey, ich red doch normal. Nicht synchronisiert, oh Gott. Ja. Bonbon? Nein, no, danke. Das war nicht. Jetzt bist du ein... Bin ich bei euch fertig synchronisiert? Ja. Jo. Alt F hier. Wir schauen. Weil bei mir waren noch immer 23% synchronisieren. Hoffentlich funktioniert's jetzt. Ansonsten, wenn es jetzt ja funktioniert, muss es kurz bis wir voll finden, dann welche, wenn du den Server nochmal ausmachen oder gucken. Ja, Herr Kuh. Hey, du kleine Zecke, mach dich hier vor meinem LKW weg. Was ist denn sie schon wieder für ein Bonbon? Ein Bonbon. Warum hört man's? Ja. Was ist jetzt? Ja.
Echt jetzt? Kannst du meine Ballen rüber schmeißen? Ja, den wollte ich grad. Danke dir, du kleiner Baden. Jetzt bist du mal so heimfähig. Spaß. Dumme, eh? Ja. Wir müssen, glaube ich, noch eine Rache ausdenken für den. Alter, ja. Ich komm nicht drauf. Es steht ständig 23% synchronisieren. Dumme ist ein guter Mann, der macht nicht viel mit. Es steht ständig 23% synchronisieren. Dann guck gleich mal, dann werden wir ja. Für dich. Ja. Passt. Dann warte ich inzwischen. Sag's mir dann einfach. Bis gleich. Jo, mach mal. Jo, bis gleich. Du Reißverkäufer. Was ist denn das war? Jetzt muss ich kurz einmal schauen. So, jetzt bin ich die letzten Ballen gefahren. Dann war's das auch mit dem geilen Oh. Ach, der Anhänger hört mir sowieso nicht mehr ab heute. So, oder da. Wie viel? Das ist jetzt die dritte Folge. Nee, die fünfte. Hier ist jetzt die dritte. Perfekte Mucke, um in den Tag rein zu starten. Oh, Scheiße! Och, Mann, ey! Nennt man sowas Karma? Schnauze. Also, was man Karma nennt, ist, dass du lebst, Junge. Das ist Karma. Ah, ja. Merke ich mal. Merke ich mir auch. Und seien es nächste Woche live dabei auf Twitch für die Gamescom. Was für was? Farmcon, Mann. Seit wann geht's mit Gamescom? Die Farmcon, Mann. Ist sie nächste Woche? Die Farmcon ist nächste Woche, ja. Kann ich Ihnen sagen, wow, warten Sie denn? Genau? Vom 21. bis 23. Ich guck. 21 bis um 23. Geht auch nicht klar. Wie viel da haben wir? Was? Ich gebe Ihnen so einen Tipp, einen netten Tipp. Was macht der? Beleidigt mich. Was denn für ein Tipp? Du hast mich auf was aufmerksam gemacht. Boah, ich wollte gerade sagen, ich bin eine neue Vettel und dann bin ich gegen den Zaun gefahren. Herr Kollege, erzähl uns jetzt ein bisschen was. Hast du nichts zu tun? Na, warum? Dann kannst du mal hier die Maschinen von Melu mal zu Melu aufräumen. Na. Doch. Außer du überweist mal 20.000 Dummies. Ich überweise dir gleich mal einen fetten Arschtritt. Mir was zu tun hat, ich kann ihn jetzt sehen, ich kann ihn jetzt zugucken, ob er wie die ganze Zeit rumläuft wie so ein Autist, Alter. Ach, Junge. Och Mann, ey. Wie viele Kühe haben sie? Hallo. Oh. Hallo und herzlich. Danke auf die Antwort meiner Frage. Warte mal kurz. Ich nehme mich halt einfach. Was denn? Wie viele Kühe ich hab? Nö. Wie viele Mütter? Natürlich wie viele Kühe. Wenn der Herr Dingsbums da einmal was geliefert hätte, dann hätte ich 40, aber jetzt habe ich erst 15. Ach, so ist das also. Okay, wir lassen uns also Kühe liefern von Melu. Hm.
muss ich glaube ich auch noch mal ein bisschen aufstocken. 40 hat es gesagt. Alter, bin ich sogar relativ noch gut. Ich bin. Och, Scheiße, Mann. Werde ich verkaufen, den scheiß LKW hier. Warten Sie mal. Was denn? Was gibt's denn eigentlich noch zu tun? Wie schaut's eigentlich bei den Feldern aus? Das ist erntereif, das habe ich in Auftrag gegeben. Die zwei sind noch im Wachstum. Haben Sie Arbeit für mich? Warten Sie kurz. 140 PS. Kannst du ja. Kannst du meinen Deutsch schnappen? Gewicht abhängen, Düngesteuer dranhängen, über meine zwei Wiesen fahren. Okay. Ja, ich bin schon dabei. Was? Ey, also das ist mal ein Top-LU-Mitarbeiter. Der macht die Maschinen sauber und stellt sie ordentlich hin. Alter, ich habe noch nie einen besseren LU-Mitarbeiter gesehen. Hey, lass doch da! Du stellst es mitten auf dem. Ah ja. Achso, du willst es vorne an der Front anhängen. Oder hast du schon einmal einen gesehen, der einen Düngestreuer ohne Gewicht dran hat? Ich glaube nicht. Hey, das geht ja von. Boah, der hat ein. Eine Scheißkarre, eine richtige Scheißkarre hat der. Müsst ihr da mal ein Ding mit Fronthydraulik leisten? Du bist so hohl, Junge. Du bist hohl, du Clown. Als ob du es nicht gesehen hast, dass vorne keine Fronthydraulik drin ist. Klappspart. Oh Mann, wie los muss man sein, Alter. Was für Fall soll ich düngen? Meine zwei Wiesen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Schaut in der nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.